Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Heute machen wir ein richtig geiles 10 Minuten Bauchworkout. Okay, also Sporthose anziehen und wir sehen uns nach dem Intro. Also, geht los jetzt. Ich habe schon mein Shirt extra in die Hose gestopft, damit ihr auch alles seht. Und wir machen folgendes, wir machen jetzt wieder 40 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause. Wenn ihr mega fortgeschritten seid, könnt ihr auch 50 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Oder wenn ihr Anfänger seid, 20 oder 30 Sekunden Belastung, 40 oder 30 Sekunden Pause. Also immer auf eine Minute, wir machen 10 verschiedene Übungen. Und ich glaube, ich habe genug geredet, lass uns mal direkt starten. Suchen wir mal eine Stoppuhr raus. Und die erste Übung, die wir machen, und zwar die erste Übung machen wir als erste Übung, weil wir den Po hoch wollen, damit wir den unteren Bauch trainieren. Und dabei müssen wir noch nicht den Hals mitbewegen, weil viele fangen mit Sit-Ups an, machen erstmal den hier und können schon nicht mehr. Deswegen fangen wir so an, dass der Nacken null belastet ist. Okay, also mit Po hochrollen und die ersten 40 Sekunden starten. Also, hier Po hochrollen. Kopf könnt ihr ablegen. Hochrollen. Und nicht dahin, sondern rollen. Rollen. Oder die Arme, da ist sie da. Aus dem Bauch, aus den Muskeln. Okay. Deswegen natürlich die Stoppuhr nicht, noch 5 Sekunden, komm. 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Okay, Pause. Gut. Bin natürlich schlau, die Stoppuhr so weit wegzulegen, dass ich sie nicht sehe. Nächste Geschichte, die wir machen, Klappmesser. Jetzt haben wir, der Nacken ist entspannt gewesen. Jetzt machen wir von beiden Seiten. Nicht nur von unten für den unteren Bauch, sondern auch von oben. Wir müssen den Muskel zusammen. Und komm, geh los. Und zwar hier, zusammen. Zusammen, versuchen den Kopf hier ganz lang und ausatmen. Ein, aus und komm. 40 Sekunden, komm. Bremschen, bremschen. Richtig in den Muskel rein. Nicht so in den Muskel, ganz nah ran. Hier, ganz nah ran. Hoch vom Boden weg. Komm, komm, komm. Noch 5 Sekunden. Okay. Pause. Das war jetzt gerade hoch und runter. Wir haben aber auch noch die Möglichkeit zu rotieren und wir haben die Möglichkeit, die Lateralflexion zu machen. Und deswegen machen wir als nächstes den Seitstütz. Und zwar seitlich und es geht los. Hier hoch. Hoch. Schön seitlich bleiben und hoch. Wenn ihr keine Kraft habt, dann geht ihr auf die Knie und macht das. Das nicht ganz so an. Leicht. Komm, hoch. 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 Schön gerade Linie. Hoch. 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 Okay. Hoch. Hoch. Noch 7 Sekunden. 4, komm, 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 Gas geben. Okay, Pause. Gut. Viele fragen mich jetzt, ich merke schon, ihr wollt in die Kommentare schreiben, aber Cecil, das machen wir doch nicht nur auf einer Seite, oder? Nein, natürlich nicht. Jetzt natürlich auch auf der anderen Seite. Und es geht in 3 Sekunden los. Und es geht los. Wenn ihr fortgeschritten seid, Beine lang, und schön hoch. Hoch. Hier. Hier fangen wir an. Ganz so hoch wie möglich. Dynamisch. Ganz hoch. Wenn ihr es nicht könnt oder wenn ihr nicht mehr könnt, könnt ihr schnell runter und weitermachen. So leicht. Und so, wir machen noch 10 Sekunden. Wenn ihr mit gestreckten Beinen aushaltet, dann auf jeden Fall Beine gestreckt. Gehen so. Komm, noch 3 Sekunden. Okay, gut. Jetzt haben wir
den hier, das haben wir hier schon. Jetzt müssen wir noch unteren Rücken und dann müssen wir noch Rotation mit reinbringen. Machen wir alles. Komm, 8 Sekunden Pause, dann in Bauchlage, Oberkörper hoch und runter mit Rotation. Das heißt, geh los, komm. Hände hier, hochkommen, rotieren. Hochkommen, rotieren. Hochkommen. Atmen. Komm, Gas geben. So hoch wie es geht und so weit rotieren wie es geht. Hoch. 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 Den Kopf, Stabe lassen. Nicht los. Gut. 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 Genau. Hier atmen. 5 Sekunden noch, komm. Okay, gut. Jetzt Ellbogenstütz als Variation mit einer Rotation. Ich bin kein Fan vom Ellbogenstütz, weil man hier den Hüftbeuger viel trainiert. Aber jetzt in der Kombination, dass wir so viel Bauchmuskelübung vorher schon gemacht haben, kann man das als dynamische Übung einbauen. Und es geht los. Und zwar hier rechts, links. Rechts, links. Rechts, links. So. Also wenn wir mal hier über irgendwas drüber gehen. Hoch, runter, hoch, runter. Da hat man halt auch viel den Hüftbeuger, was bei Bauchübungen nicht so geil ist. Aber in der Kombination ist es gut. Komm mal, 12 Sekunden. Wenn das zu schwer für euch ist, auf die Knie und einfach nur halten. Vielleicht ein bisschen rotieren auf den Knie. Ist leichter. Okay, Pause. Gut, was haben wir jetzt? Okay, jetzt setzt ihr euch auf den Arsch. Schön auf den Arsch setzen. Und ihr lehnt euch gleich zurück. Umso fortgeschrittener, umso weiter zurück. Dann geht los. Zurück und rotiert. Schön weit. Richtig weit rüber. Ganz weit. So, richtig hinter den Körper. Wenn ihr nicht so fit seid hier. Wenn ihr richtig fit seid hier unten. Okay? Komm, noch 20 Sekunden. Gas geben, Gas geben, Gas geben. Schön rotieren. Rotieren. Rotieren, komm. Noch besser wäre mit einem Band dagegen ziehen. Gegenziehen. Das wäre noch besser. Aber so geht's auch. Und Pause. Gut. Nächste Geschichte, noch mal ein bisschen was mit der Lateralflexion. Und zwar Beine aufstellen, Hacken zusammen, die Hacken müssen zusammen, Oberkörper unter Spannung und geht los, komm, Hacken berühren. Hacken, Hacken. Nicht ganz ran, ein bisschen so, dass du wirklich hier, du musst ganz rüber gehen, um zu berühren. Und die ganze Zeit Spannung. Spannung und rotieren. Komm, 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 komm. Gas geben, Gas geben, Gas geben. Brennt, brennt, brennt. Gut, gut. Brennt auch bei mir, komm. Komm, noch 10 Sekunden. Richtig viel Spannung und Atmen. Komm, komm, komm. Okay, Pause. Gut, kurz Pause. Was kommt jetzt? Jetzt kommen die Sit-Ups. Kopf fixieren. Wichtig beim Sit-Up ist diese Bewegung. Okay? Es ist total sinnlos, wenn manche Leute mit geradem Rücken nach oben kommen. Der Muskel muss eingerollt werden. Okay? Bein aufstellen, geht los. Und nicht so, sondern einrollen. Nicht so weit einzurollen, wie es geht. Schulterblätter vom Boden weg, so hoch wie möglich, komm. Und die andere, komm noch, 10 Sekunden darfst du gehen, komm. Brennt, brennt, komm. Okay, Pause. So.
Die letzte Übung wird ein Killer jetzt. Und zwar Beine in die Luft und ihr versucht die Fußspitzen zu berühren. Bisschen mit Schwung, geht richtig im Bauch. Also wenn ihr das richtig macht, ist es krampfartig. Okay, letzte Übung, nochmal Gas geben, komm. Beine in die Luft, geht los und versucht die Fußspitzen zu berühren. Ganze Zeit. So, so. Wenn ihr es nicht schafft, so hoch wie du kannst, vielleicht höher denken. Aber versucht die Spitzen zu berühren. So weit wie du kannst. Wenn es nicht geht, Schnürsenkel. Wenn es nicht geht, warten. Auf jeden Fall so hoch wie es geht. Wie viel haben wir? Noch 12 Sekunden, komm. Komm, noch 7. 5. Okay. Geschafft. Sehr gut. Okay. Komm ich mal hoch. Also, wenn du jetzt natürlich noch Bock hast, mehr zu machen, kannst du das Ganze nochmal wiederholen, kannst auch 2-3 Sätze machen. Das ist auf jeden Fall jetzt ein richtig geiles Workout gewesen. 10 Minuten brennt richtig. Es kommt immer auch auf die Ansteuerung an. Also, wie doll kannst du den Muskel wirklich einrollen, okay? Wie doll kannst du den Muskel anspannen? Das ist so wichtig. Es ist ein Unterschied, ob ich Bizeps so mache oder ob ich anspanne und so mache. Das ist ein mega Unterschied. Also versuch wirklich, dich in den Muskel reinzufühlen und zu merken, diese Bewegung brauchst du. Das ist die Bewegung, okay? Und immer schön atmen natürlich. Und jetzt muss ich wieder den Spielverderber spielen. Warum? Weil dir das überhaupt nichts bringt, wenn du einen schönen flachen Bauch haben willst. Kannst vergessen, das kannst du den ganzen Tag 10 Stunden machen. Du wirst keinen geilen Bauch haben. Mindset, langfristig dranbleiben. Gesunde Ernährung, gute Ernährung, die dir ermöglicht, den ganzen Tag über Fette zu verbrennen, verlinken mit deinem Ziel, das heißt, du musst mental stark sein, das sind 60%, weil die Leute brechen ein. Okay, und dann 39% ist Ernährung, weil es gibt Menschen, die sind schlank und machen nie Sport. Das heißt, ein flacher Bauch hat nichts mit mehr Sport zu tun. Und nur 1% ist Sport. Und dann, ob du bei dem 1% jetzt diese Übung machst oder Crosstrainer machst oder Krafttraining machst oder so, das sind alles nur so marginale Unterschiede. Das Wichtigste ist der Mindset und die Ernährung. Okay, deswegen, ich muss das leider immer sagen, weil ich möchte euch die Enttäuschung ersparen, dass ihr YouTube-Videos guckt und dann, oh cool, 10 Minuten, ich mache das Workout immer von der oder der. So, und dann nach 2 Jahren seht ihr noch natürlich noch genauso aus wie vorher und dann sagt ihr, irgendwie hat das Workout nichts gebracht. Nein, natürlich bringt das nichts. Das sagt nur kein anderer. Ich sag's aber, es wird nichts bringen. Okay, deswegen, es muss richtig sein. Mindset muss stehen. Ernährung muss stehen, dass man auch Fette verbrennen kann den ganzen Tag über. Das muss alles stehen. Deswegen guck gerne auf meine Seite maximumprinzip.com. Da erkläre ich alles ganz genau. Spielen Hormone mit, spielt alles Mögliche mit, was ihr esst und so weiter und so fort. Ist ein bisschen komplexer das Thema. Ansonsten guckt meine Videos in der Playlist Fettverbrennung zum Beispiel oder in der Playlist Mindset. Ganz viel hier oben, es kommt immer hier oben drauf an, okay? Dieses Workout mache ich so, damit ihr was zum Machen habt, aber damit werdet ihr keinen Erfolg haben, okay? Also, meine Freunde, Sonnenuntergang so langsam hier in Dubai und rasiert natürlich den Like-Button, teilt dieses Video überall in euren WhatsApp-Gruppen und wer weiß wo und schreibt unten in die Kommentare, was ihr für Workouts noch sehen wollt und ich glaube, das war's für heute, okay? Also, bis dann, euer Coach Sessi! Thank you.